Quinoa wird ja immer beliebter und diese kleinen Powerkörner lassen sich vielseitig zubereiten. Quinoa vor der Verwendung in einem Sieb mit kaltem Wasser so lange abspülen, bis das Wasser klar bleibt. Die Körner immer in etwas mehr als der doppelten Menge Wasser für ca. 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Der Quinoa ist gar, wenn er noch leicht bissfest ist. Im Inneren sollte aber kein weißer Kern mehr zu sehen sein. Der fertige Quinoa eignet sich als Beilage oder als Suppeneinlage. Für eine Quinoa-Pfanne einfach die Körner in Öl mit Zwiebeln kurz andünsten. Dann mit Brühe oder Weißwein ablöschen, Wasser zugeben und ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. In der Mikrowelle gab man eine Tasse Quinoa mit 2 Tassen Wasser und etwas Salz ca. 12 Minuten bei 800 Watt. Zwischendurch umrühren. Ich esse Quinoa gerne als Pfannengericht, das ist immer schnell und einfach. Probiert's doch auch mal aus.